ein D-Make, wie man es so nennt. Die Musik ist ein bisschen laut im Moment. Ich versuche es gerade ein bisschen leiser zu verstehen. Na egal. Ja, das Dr. Wugga Wugga wurde schon 6-mal besiegt und Mega Man hat ihn endlich einsperren können. Ist geil, ne? Ja. Jetzt, da Dr. Wugga Wugga im Gefängnis ist, kann er keinen Shit mehr machen. Und Mega Man ist ein Held. Freut euch. Aber wir müssen trotzdem ein Spiel machen. Also hat Dr. Wugga Wugga 4 Roboter, oder in diesem Fall 8, eingesperrt, die nach 3 Monaten oder 6 Monaten erwachen und nach ihrem Meister suchen. Oh yeah. Shit wird real. Also jetzt ist er wieder frei und hier ist ein neuer Gegner, das ist Bass und let's go! Rockman 7! Untertitel, die ich nicht verstehe. Ja, das ist ein japanisches Projekt, aber ein geiles. Und es verändert das Spiel wirklich in ein Classic-Game. Wie schaut's mit dem Sound aus? Passt das eh so? Hört man mich gut und alles? Ich hoffe ich mal. Ja, egal. Normalerweise hätten wir nur Burst Cloud, Chunk und Freezeman am Anfang zur Verfügung. Aber, weil, ist halt so, jetzt können wir alle 8 automatisch nehmen, aber ich gehe trotzdem zu Burstman Burster, Burstman First. Bomb Bomber Bombest! Und diese Flavortext da unten, der ist toll. Der war schon im originalen japanischen Spiel. Warum der nicht in unserer Version war, warum auch immer, ich weiß nicht. Aber ja, das ist einfach Mega Man 7 in 8-Bit-Form und das ist toll. Ja. Perfect Runtime, Leute. Nee. Also, das wird jetzt sicher kein Perfect Run, so wie ich sie in letzter Zeit immer hochgeladen habe, aber ich versuch's nett zu halten. Eine Sache, die rausgenommen wurde, ist das Quick Shift von Waffe zu Waffe. Also, wenn man L oder R drückt, dass man da schnell zu einer anderen Waffe wechseln kann. Das wurde rausgenommen. Weil es in der originalen NES-Version das auch nicht gab. Also gibt's hier auch keinen Shop. Nee. Und das macht dieses Spiel eigentlich viel härter ohne Shop, weil man kann sich nicht irgendwie Items kaufen oder so ein Scheiß, ne? Naja. Whatever. Ja. Ey. So. Ja, gleich mal 2 Leben sofort bekommen, das ist schon heftig, wenn man es überlegt, aber hey. Jetzt kommen wir zu einer relativ nervigen Section mit Metz. Unter Wasser. Autsch! Aber gut. Bam. Oh, Waffenenergie. Nehme ich immer gern. Und Miniboss Time. Der ist überraschenderweise noch genauso wie er in der originalen SNES-Version war, nur halt ein bisschen verpixelter, aber von der Größe her ist er noch immer gleich. Das ist strange. Naja. Schon wieder Waffenenergie. Geil. Und die Musik ist. Ich mag die Musik so 8-Bit-mäßig, das ist einfach toll. Wow. Oh boy. Ich lebe gefährlich. Schon wieder. Naja. Ach, Joko-Blöcke, wie ich euch nicht mag. Ich hasse die Dinger. Okay, warte. Okay. Wow.
Bäh. Autsch. Damit. Autsch. Und hier sind die Rush-Buchstaben, zumindest einer davon. Ja. Weil der Super-Adapter ist noch immer in dem Spiel und der hilft uns natürlich sehr später. Deswegen gehe ich auch zu den ersten vier Stages zuerst Teil Super-Adapter. Der hilft halt. Hilft dann einfach. Viel. Boom. Yeah! Das war gerade ein Triple Kill. Okay. Geht doch. So. Und hier ist er, unser Burstman. Noch immer gleich wie er in der Originalversion war. Nur, dass er jetzt vom Charge-Shot nicht irgendwie zurückgeworfen wird. Was den Kampf ziemlich tricky macht, eigentlich. Aber nichts, was ich nicht handeln kann, ne? Ich meine ja nur. Ah! Wow. Bäh. Bäh. Autsch. Wow. Oh, what the fuck? Ja, das ist ein sehr lustiger Kampf, weil dieses Bounce ist toll. Ah. Aber in die Wow! Aber in die Stacheln gebounced zu werden oder getragen zu werden von den Blasen ist nicht ganz lustig, aber hey. Komm schon! Ah. Nein, jetzt gebe ich nicht auf. Yeah! Das war ein lustiger Bounce. Und was kriegen wir von ihm? Natürlich Danger Rap. Joghurt! Danger Hürger Rap. Hürrap. Und diesmal wird uns echt gezeigt, was das Ding kann. Boah, endlich! Du hast nur verpasst, dass ich Burst mit First besiegt habe. Und ja, ich find's auch nett, dass hier gleich angezeigt wird, ja, ich hab den R-Buchstaben. Gefällt mir. Aber gut, gehen wir als nächstes zu Cloudman! Watch your step, weil wir in der Luft sind, versteht ihr? Okay, öffnen wir mal den Pint und trinken schnell mal was, weil, ja. Ja. Also ich werde jetzt versuchen, mal die Robot Masters nur mit dem Buster zu besiegen, fürs Erste, weil mit Boss Rush mache ich dann sowieso mit Schwächen und so, aber ja, wow. Ich meine einfach nur, einfach mal halt so probieren und so. Und... BOOM! And it's raining now. Willkommen in Wire Sponge Stage aus Mega Man X2! Jetzt wechseln wir das Wetter! Nee. So, da ist noch ein One-Up. Gefällt mir. Wenn wir jetzt, Frostmans, Freezemans Waffe hätten, dann könnten wir jetzt hier mit dem Viech es zum Schneien bringen. Und das ist eigentlich nur eine Aesthetic-Purpose. Aber ist ganz nett. Ah! Boah, das war knapp. So. Okay. Scheiß auf die Charge-Noise, die nervt. Manche Fangames machen echt etwas Nettes mit der Charge-Noise. So von wegen, die fadet aus nach ein paar Sekunden oder so, aber... Ja, hey. Kann nicht immer sein. Okay. So. Ist jetzt nicht eine Buster-Only-Challenge, ich werde schon ein bisschen mit den Spezialwaffen rumspinnen. Zum Beispiel hier. Weil es einfach lustig ist mit Spezialwaffen. Yes! Es beginnt erneut! Okay, Pippis! Ich hasse die Viecher so sehr. Wow.
Boom! Gut, hier oben ist dann der nächste Buchstabe für uns. Und noch ein One-Up, Alter, die werden uns ja zugeworfen. Na gut, hier ist U. Für You Got You. Wo ist You? Wo ist Sync You? Ich verlange ihn hier. Gestellt ihn her. Ich hasse Pipis so sehr. Aber gut. Was will man machen? So. Und Sniper Joseph. Dammit. Well, I tried. Fuck it, da oben ist Lebensenergie, die nehme ich mir jetzt schnell. Und Runde 2 gegen Sniper Josie. So, geht doch. Ich liebe es, ich liebe es. Hey, kleiner Bruder. Deine Spezialwaffen können benutzt werden, um versteckte Geheimnisse zu finden. Versuch doch mal die Flammenwaffe im Wald zu benutzen. Okay. Danke für den Tipp, der mir jetzt eigentlich nichts bringt, weil ich noch keine Flammenwaffe habe oder noch nicht in den Woods war. Und Eddie ist hier, yeah! Der war im Original Game nicht hier und war nur im Shop, aber hey, es gibt hier keinen Shop, also hat er seinen alten Shop wieder. Wow! Autsch! Und jetzt haben wir die Viecher, die einfach aus Airman Stage rausgenommen sind. Ja, ich liebe es, Gegner wegzubomben oder einfach in dämlichen Methoden zu töten. Das ist einfach toll. Einfach so Bomben auf die Gegner drauf zu... Oder das. Das hat auch Style. Das musste sein. Okay. Und jetzt... Cloudman! Und selbst wenn ich die Waffe benutzen würde, wir würden sowieso sein Pattern sehen, weil es wurde so gemacht, dass jetzt, selbst wenn man seine Schwäche benutzt, er nicht in so ein lächerliches Pattern gelockt wird. Weil das wäre echt lächerlich. Und traurig. Aber vor allem lächerlich. Oh, traurig. Na, whatever. Jetzt ist er vielleicht sogar eine halbe Gefahr. Aber nur eine halbe, weil es geht eigentlich. Weil wozu gibt's den Snide? Okay, ich nehme ein bisschen mehr Schaden als mir recht ist, aber... Ja. Es geht eigentlich. Ist nicht so schlecht. Ja. Thunderstrike ist jetzt eigentlich... nur... ein aufgeladener Schuss auf Kommando. Und er kann ein paar Maschinen aufpowern. Sonst aber ist da jetzt nicht viel dabei. Ja. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes gleich zu... Ja, oder? Will ich back... Ach, fuck it, Junkman. Gehen wir in die Schwäche-Richtung, weil... Warum nicht? Forgotten Factory! Ich hätte jetzt auch zu Freezeman gleich gehen können, aber... Ach, whatever. So, ready! Ja, gleich mal ein bisschen mit den Spezialwaffen rumspinnen, was so lustig ist. Autsch. Wah. Boah, cool. So, schauen wir mal, was wir mit Danger Rap anstellen können. Ah, Spaß. Gut zu wissen. Ich find's toll! Boah, ist das toll! Okay. Okay. Gut. Ja,
Okay. Tschüss. War nett mit dir. So. Und jetzt hoch mit uns. Okay. Und hier ist Rush Jet. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen, außer es ist Rush Jet und es ist... Oh, ganz nett. Der Chat ist nett. Netter Chat. Ich meine, es ist jetzt nicht so notwendig, aber hey. Wenn man es will. Und hier ein kleiner Bonus. Magneten. Ja. Da. So. Autsch. Das tat weh. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. So. Okay, Rush Jet können wir jetzt gleich mit hier demonstrieren. Fly on a dog. Wow, buddy. That's not cool. What? Okay, Danger Rap. Weil, warum nicht? Ouch. Fuck it. Just fuck it. Okay. Und Junkman! Er mag Junkfood. Ohne Witz, das mag er echt. Hey da! Cooler Eintritt! Zeit für den Kampf! Mich knockst du nicht runter. Und jetzt macht er das. Boom. Yeah. Boah. Wie bin ich jetzt? Davon nicht getroffen worden? Oder davon? Ja, Junkman ist sehr pattern-based, so wie alle Bosse hier eigentlich, aber bei ihm ist es ein bisschen besonders so, weil er macht immer den gleichen Shit. Jetzt springt er und dann wirft er seinen Junk-Shield auf mich. Und ja, den kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Geh weg, Junge. Autsch. Boom! Und für alle, die es interessiert, das werde ich einfach noch auf meinem Kanal dann hochladen als Let's Play. Für den Moment habe ich eh nix von Let's Plays sonst da. Junk Shield ist eine nette Waffe, Chat netter Schild, hält viel aus. Ja. Aber ja, das werde ich jetzt dann einfach so als Let's Play hochladen, während ich noch versuche, meine anderen Projekte hoch zu pushen im Sinne von Aufnahme. Na gut, jetzt wird's kalt. Riesenmann! Don't the slip! Brrr, it's cold. Cold Chat.